Leuchtend gelb. Matthew Taylor ist dabei. Und Lukas Kiefer, und da war schon der Pfiff. Es geht los. Saarbrücken nicht mit dem weiten Schlag nach vorne, wie so häufig bei den Eröffnungen, sondern einfach Ball behalten, Ball kontrollieren, überarmen über die linke Seite. Hier schneller Ball auf Luxig. Ist zu weit, zu und genau gespielt. Sich das Leder zurechtgelegt und auf die rechte Seite. Direkt auf den Kopf von Luxig. Und schön gesehen von Matthew Taylor. Abseits, da bin ich mir nicht so sicher. Genau in die Gasse. Blind nach hinten durchgehoben zu Söckler. Der ist da in die Gasse reingespritzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier abseits war. Schöner Spielzug wie überhaupt mehr. Der Auftritt unserer Mannschaft hier in den ersten Minuten. Gut gefällt. Vorne blind gedroschen. Das bringt den ersten FC Saarbrücken wieder mit Putschli in den Ball. Der versucht einen tollen Pass in Richtung Mendy. Aber gerade noch ein Fuß dazwischen. Aber Mendy wird wieder bedient. Mittlerweile wieder außen gelandet. Geht am ersten Mann vorbei. Der Tanasch stehen so oft. Der will Ball. Kommt rein. An! 5-Meter-Raum getümmel, aber irgendwie kriegt den keiner über die Linie und auch keiner geklärt. Saarbrücken weiter über die linke Seite. Luxig nochmal mit dem Flankenball in die Mitte. Söckler kommt nicht dran. Matthew Taylor kommt nicht dran. Befreiungsschlag jetzt schon in dieser Phase von Freiburg. Und Saarbrücken drückt weiter. Im Halbfeld den Ball sich geschnappt. Hasan Amin bringt den Flankenball an den 11-Meter-Punkt, aber da wird geklärt. Und nachsetzen wieder. Da muss er aber aufpassen. Geht mit zwei gestreckten Füßen nach vorne in den Mann. Dieses Foulspiel müssen wir also jetzt wieder neu aufbauen. Luxic, Armin auf der linken Seite gespielt. Da haben sie ein bisschen Platz. Armin geht durch. Flacher Pass rein. Vielleicht der zweite Ball. Nee, da hat jetzt vielleicht jetzt Freiburg. In der Bibel steht geschrieben. Der erste FC Saarbrücken könnte ein Tor aufschießen. Und jetzt vielleicht Taylor. Ah, Nachschussmöglichkeit. Zweite Reihe. Abgefälscht dabei. Die erste richtig gute Chance für Saarbrücken. Der geht dann knapp am rechten Pfosten vorbei, während Alkohol spielt geschickt nach außen. Auf die Nummer 13 wieder Luxig. Er bringt den Ball dann in den Strafraum. Aber erstmal Söckler, zweite Reihe wieder. Der nimmt sich ein Herz, der kommt gut. Aber leider 70 cm über die Querlatte. Von Hahn an der Seitenlinie. Einwurf, Freiburg von links ausgeführt, schnell ausgeführt. Angreifen heißt es jetzt vom ersten FC Saarbrücken. Wir kommen durch die Freiburg. Im Strafraum aufgepasst. Der Ball kommt gefährlich rein. Chance für Freiburg abgewehrt vom ersten FC Saarbrücken. Da hat es jetzt mal ein bisschen gebrannt im 5-Meter-Raum des FCS. Da haben alle schon Armin die Flanke reinbringt. Nicht ungefährlich, aber ein Kopf ist erstmal da. Der Ball aus der berühmten zweiten Reihe. Steffen Schäfer spielt auf Söckler. Musst du wieder rüber. Er bringt den Ball. Kein Abseits auf Taylor im Strafraum. Nimmt den Ball an. Schade. Kein Abseits. Kann den Ball ganz gut runterholen und dann verspringt er doch ein bisschen noch über die rechte Seite. Spielt auf die linke Seite ist das. Entschuldigung. Die linke Seite. Jetzt wieder ins Gespiel. Große Gefahr da. Freiburg auf einmal. Drei vorm Tor. Ja, und dann passiert es nämlich. 0:1 aus dem Nichts. Einmal gepennt. Und schon passiert. Genau das ist das, was nicht passieren darf. Da hast du hier keinen ganz guten Griff. Ganz gut. Oh, was denn hier, bitte? Das habe ich ja gesagt. Sie werden etwas besser und dann haben sie diese eiskalte Möglichkeit. Jetzt der Eckball aufpassen. Wo ist der Ball? Oh, schon wieder eine ganz gute Chance da. Segelt der Ball über einen Kopf des Saarbrückers und dahinter steht einer und der macht den Kopfball. Vielleicht 1,50 Meter über das Netz, aber nicht so ungefähr. Baller, die ein bisschen mehr Betrieb machen im Angriff. Ein bisschen aggressiver spielen. Armin, schöner bei die Linie lang Richtung Putschlin, der sich nach vorne gestohlen hat. Der geht in den Zweikampf, ist im Strafraum, könnte flanken, flankt auch. Und da kommt der Ball rein. Mendy aber in Rücklage. Kann das Ding nicht in Richtung Kasten drücken. Die Freiburger befreien sich aber Saarbrücken in den Rückraum. Den Ball wieder erobert. Wieder Schäfer. Geht ein paar Schritte, schießt. Genau in die Arme des Torhüters. Trotzdem, da ist Druck dahinter. Da ist eine Idee mal von Fußball. Gästeblock, wo bestimmt 250, 300 FCS-Fans gute Stimmung hier machen im Schwarz-Weiß-Stadion. Jetzt kommt die Flanke rein, kommt nicht schlecht. Der ist doch fast drin, wird immer länger und länger. Das wäre doch fast ein Eigentor gewesen. Das gibt nämlich die 5. Gut, Matthew Taylor ebenfalls gut nachgesetzt. Aber irgendwie sind auf einmal zu viele Freiburger auf dem Platz. Einwurf für Saarbrücken, Mendy nach vorne, Söckler tritt an, allein, Weg zum Tor. Schön, das muss es doch sein, das muss es sein und das ist es auch. Oh! Macht das 1:1, sehr schön, schnell, von der rechten Seite den Einwurf gemacht, Söckler super gespielt und dann ist Okoronkwo ganz allein und dann behält er endlich die Nerven, so eine Mond, Okoronkwo 1:1. Ja, aber der Mann. Die rechte Seite, nimmt Mendy mit, der rutscht da ein bisschen aus, Glück gehabt, der Ball bleibt mit Saarbrücker Reihen, erstmal Okoronkwo spielt gut auf Kiefer. Das raus, sieht raus, aus, raus, raus, Putzlin! Putzlin dahinter, aber Söckler könnte schießen, zieht ab, der Ball nicht ungefährlich.
und Eckwey. Da muss sich der Torwart richtig lang machen. Das ist eine flotte Mannschaft. Und die kommen wieder durch über die linke Seite. Da muss der Schäfer hinterher. Er ist zu langsam. Und Schnittglanzparade lässt sich nicht beschweren. Aus 5 Metern reißt er den Arm hoch und rettet den ersten FC Saarbrücken in diesem Zwischenstand. Ich dachte gerade, der würde Wilsch super einsetzen, aber da hat noch ein Freiburger was dazwischen. Deswegen haben sie den Ball erstmal. Ja, aber Saarbrücken da versucht den Ball sofort wieder zu bekommen. Kiefer mit dem hohen Ball aufpassen. 4 gegen 3, aufpassen, Konterforce. Die Nummer 14 läuft da an, will den Ball schlänzen, an den Winkel spielen. Aber der Ball geht Gott sei Dank ein bisschen zu. Das ist natürlich 1:1, mit Ausnahme von Bormatia Worms nach dem 2:1 gegen Kaiserslautern. Also wenn es so bliebe, wäre einfach der Abstand überall gleich geblieben. Ja, schade, aber ich musste irgendwie gucken, dass er jetzt aufpasst. Ein Hoos geht dazwischen, greift an Tor vorbei! Ganz schreckliche Szene, gerade Hoos greift am Ball vorbei. Das